Stürmisches Ahoi! Mein Name ist Easy Cheesy und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mausch. Ihr seht es, wir sind gerade schon wieder ein kleines süßes Mäuschen geworden, Freunde. Und wir sind hier wieder in unserem kleinen Baumhaus. Ja, wie im letzten Teil von Maus, nur dieses Mal irgendwie ein bisschen größer und ohne das unterirdische Kellerzeugs und so weiter. Ja, Freunde, ich habe mir gedacht, da ja in der letzten Folge hier diese wunderschöne Katze vor uns erschienen ist, diese kleine süße, naja, klein kann man das Ganze wohl nicht nennen, weil es eigentlich ziemlich groß ist, aber genau, diese Katze wurde uns gebaut vom Oscar. Das war nämlich ein Geschenk für die süße Lola, Freunde. Und vielen Dank nochmal an alle, die Lola Glückwünsche zum Geburtstag gewünscht haben. Das war sehr, sehr süß von euch, Freunde. Ja, und ich habe gedacht, da Lola hier jetzt ein kleines Häuschen hat da vorne, kann man nämlich tatsächlich auch reingehen. Haben wir beim letzten Mal schon uns angeschaut. Ich habe es noch ein kleines bisschen größer gemacht, sodass man, guck mal, da steht es schon, Lolas Katzenhäuschen. Ja, und wenn wir jetzt hier hochgehen, dann sehen wir hier einen Raum. Und dieser Raum, der sieht noch irgendwie ziemlich trostlos aus. Deswegen haben wir uns gedacht, wir können mal für die kleine Lola ihr eigenes Heim einrichten. Und da kann Lola natürlich mit dabei sein und mitbestimmen, was gemacht werden muss. Deswegen gehen wir jetzt mal zurück in unseren Baum und schauen mal, ob die Lola überhaupt hier ist. Kleine Lola, bist du? Da ist sie! Da ist die Lola. Oh, die süße kleine Lola. Hallo, hi. Hi, Kätzchen. Na, du, kommst du mit? Komm mit, wir richten jetzt ein Haus ein. Ich würde sagen, oh, da kommt sie. Ich würde sagen, da der Oscar das ja gebaut hat beim letzten Mal, können wir nämlich auch, sag ich mal, jetzt den Oscar fragen, ob er uns bei der Einrichtung noch ein bisschen behilflich sein möchte. Schließlich soll es ihm ja auch gefallen. Ja, Freunde, wir haben auch einiges noch heute vor, denn hier mit dem Baum und Lola und so weiter, damit überbrücken wir gerade ein bisschen Zeit, denn ich warte eigentlich auf die kleine Hexe. Denn wir wollen nachher zur großen Hexe gehen und sie endlich mal wegen der Fragmente fragen. Das haben wir nicht geschafft in der letzten Folge, weil der Oscar da verschwunden war. Und deswegen gehen wir nachher los, beziehungsweise warten, bis die kleine Hexe uns abholt. Da springt die kleine Lola. Bis die kleine Hexe uns abholt und dann können wir endlich mal die große Hexe, ja, große Hexe, klingt besser als alte Hexe tatsächlich, nach den Fragmenten fragen. Willkommen bei Oscar. Wollen wir mal klopfen? Bist du zu Hause, Oscar? Oder ist er ja? Hi. Hallo. Sag mal, willst du uns helfen bei Lolas Wohnung? Würdest du... Wohnung... Hallo, schreibt er. Würdest du uns helfen, Lolas Wohnung einzurichten? Das wäre sehr, sehr toll. Ich helfe gern. Warte, ich hole noch schnell was. Okay, Lola und ich warten hier draußen, ne, Kätzchen? Alles gut? Da ist er ja. Na denn, das ist lieb von dir, Oscar. Warum brennt es denn hier? Achso, das ist ein Lagerfeuer. Ich dachte gerade, hier brennt irgendwie unser Dorf ab. Das ist nicht so gut. Aber ein Lagerfeuer ist doch sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, was die große Hexe uns erzählen wird zu den Fragmenten. Denn der Vater von Oscar, und da haben auch schon einige von euch spekuliert, ich weiß gar nicht, wo Emma gerade ist. Und was heißt denn da für Partikel eigentlich? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo Emma gerade ist, aber der Vater von Oscar muss ja dementsprechend auch der Vater von Emma sein, wenn die beiden irgendwie Geschwister sind. Ja, deswegen ist ja quasi auch der Vater von Emma jetzt gerade versteinert, Freunde. Der Vater von Emma, der ist in dem Wald da, irgendwo war das in die Richtung, steht der da und ist versteinert. Deshalb müssen wir natürlich auch unser Bestes geben, damit der Vater nicht mehr versteinert ist, damit er wieder zum Leben erweckt wird, Freunde. Und das werden wir auch machen. Da kommt mal mit ihr beiden. Also, ich habe nämlich einen Apfelkuchen für die kleine Lola, weil die Lola, die mag nämlich Äpfel total gerne und auch ein bisschen, ja, sag ich mal, Kücheneinrichtungsgegenstände. Vielleicht kann man die ja irgendwo ganz nett platzieren. Und was wir auch noch mal holen müssten, wartet mal, wir können mal gucken, vielleicht machen wir hier so ein bisschen eine Art kleine Küche hin. Reicht das schon so? Oder wollen wir noch einen mehr machen? Können wir, oh, wir könnten auch einen kleinen Stuhl hier für die Lola hinstellen, irgendwo so. Dann hier so ein Stück Apfelkuchen. Da kann sie sich dann hinsetzen. So, ein bisschen Apfelkuchen. Da ist ein Milch und du badest in der Milch. Das scheint dir ja zu schmecken. Okay. Wir brauchen natürlich noch die Sachen, die Lola momentan in ihrem Schlafzimmer hat. Die nehmen wir natürlich auch nochmal mit. So, lass mich hier vorbei, du kleine Wurzel. Und ja, dann hoffe ich mal, dass es der Lola dort gefallen wird. Haben wir denn irgendwie eine Spitzhacke oder so? Ja, wir können die Spitzhacke haben wir. Dann bauen wir den Küssel mal ab. Nehmen die Futterschale mit und auch gerne das Häuschen, was wir hier haben. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Wassereimer. So, hier haben wir einen Eimer und ein bisschen Wasser ist ja draußen genug, denke ich mal. Von daher sollte das jetzt alles eigentlich laufen, okay?
Ja, perfekt. So, da seid ihr beiden. Ich würde sagen, oh, du hast ja sogar Äpfel auch noch ganz viele für sie. Da wird sie sich freuen, die Lola. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Guck mal, du hast hier deinen kleinen Kessel. Willst du dein Bad, willst du das drin haben oder draußen? Ich würde sagen, wir machen das mal weg hier. So, stellen mal in die Ecke hier einen Kessel für Lola. Geht das so? Ja, okay, so. Natürlich gehören die Äpfel in die Küche. Die können hier oben rauf. Eine kleine Hütte für dich kommt hier in die Ecke. Geh mal ein Stück weg. Genau, so. Wo können die denn hin? Wo können die denn hin, die kleine Hütte? Könnten wir hier hinstellen? Da kommt die kleine Hütte hin. Und dann kommt hier ein kleiner Milcheimer noch hin. Wo können wir den dann hinstellen? Passt der hier oben rauf irgendwo? Alter Lola, du hast viel zu viele Sachen schon wieder. Du hast viel zu viele Sachen hier in deinem Haus. Hier, der Futternapf, die sieht ja irgendwie auch nicht so gut aus. Der kann dann nehmen und dann noch ein bisschen Milch hier rauf. Und dann hoffe ich mal, dass es dir hier gefällt, Lola. Das muss ja ein Paradies für dich sein hier, ne? Zwischen ganz viel Fressen, zwischen Äpfeln, zwischen einem Apfelkuchen und einem Liter Milch und so weiter. Das muss der kleinen Lola ja sehr, sehr gut gefallen, Freunde. Ja, dann haben wir das jetzt schon mal eingerichtet. Jetzt hat Lola quasi ihr eigenes Heim hier. Jetzt können wir den Platz, den wir bei uns haben, auch hundertprozentig für uns nutzen, weil die Lola, die wohnt jetzt hier in ihrem kleinen Katzenhaus, Freunde. Aber Leute, ich hatte euch ja gesagt, wir wollen das nochmal ein bisschen umgestalten. Da oben, da führt ja quasi so eine Art Verbindung, führt ja erst einmal in die Luft. Denn wir wollten, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, wir gehen jetzt mal hier nach oben, so, hier die Treppe rauf und dann sind wir auch schon da. Wir wollten nämlich von hier oben einen Übergang bauen, quasi zu einer anderen Sache, die auf der anderen Seite ist. Und die Katze da vorne, die ist ja ein bisschen klein, da können wir keinen Übergang machen. Deswegen bin ich am Überlegen, was wir ansonsten da drüben hinstellen können. Ich hatte schon überlegt, vielleicht einen mystischen Turm oder einen riesigen Brunnen oder irgendwie auch so einen Baum wie diesen, nur irgendwie komplett anders oder sowas oder ein Haus, keine Ahnung. Vielleicht auch einen Berg mit einem Wasserfall. Freunde, falls ihr Ideen habt, was wir da vorne hinbauen können, wo momentan dieser Tisch steht und die ganzen Luftballons und so weiter, die würde ich dann wegmachen, weil Lolas Geburtstag ist ja vorbei. Dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für eine Idee habt, was da unten hinkommen kann an diesen Platz. Da wäre ich sehr happy. Upsala, da sind wir wohl gerade runtergefallen, Freunde. Oh, das ist die kleine Hexe. Cool, da ist sie schon. Nice. Hey. Hi. Na, kleine Hexe. Hey, Easy schreibt sie. Ja, hi. Oh, da ist der Oscar auch hinter uns. Wir können jetzt gehen. Meine Mutter erwartet uns bereits. Okay, sehr schön. Da können wir jetzt los. Bye, bye, Oscar. Oscar. Mach's gut. Bis später und danke, ne? Jo, bye. Okay, wo ist die kleine Hexe? Da läuft sie gerade. Okay, wir kommen hinterher. Wir gehen nämlich jetzt zur Mutter von der kleinen Hexe, zur großen Hexe sozusagen, und werden die große Hexe besuchen und sie endlich mal nach den Fragmenten fragen. Ich weiß, es hat lange gedauert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wieso läuft die so langsam? Wieso läuft die heute? Hat die irgendwas mit ihren Beinen? Oder irre ich mich irgendwie? Die sieht aus, als wenn die irgendwie richtig langsam läuft oder sowas. Keine Ahnung. Was ist denn los, kleine Hexe? Oh Gott. Oh Gott, nein. Ja, da ist Kanast. Was willst du hier? Ey, warte. Was machst du da? Hey, schreibt er. Was machst du da mit der Kuh? Kannst du mir das mal erklären? Das ist Futter für meinen Drachen? Nein. Du, nein, das ist nicht dein Ernst. Nein, die arme Kuh. Lass die Kuh in Ruhe. Lass die Kuh in Ruhe. Das ist kein Futter für deinen Drachen. Hör auf damit. Hör doch auf damit. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. So, Tür zu. Nein, nein, nein. Du, blöd. Lass die Tür zu. Lass die Tür zu. Lass die Tür zu. Wir können das jetzt noch ewig machen. Wir können das gerne noch ewig machen. Wo ist er hin? Kuh? Was macht er? Hä? Ist er weg? Haben wir es geschafft? Hat er aufgegeben? Oder holt er jetzt seinen Drachen? Oh, die Leine ist abgerissen. Schnell, lauf weg, Kühchen! Komm mit! Wir gehen ganz schnell weg! Komm mit, Kuh! So, wir binden dich mal hier ganz kurz an. Und, oh mein Gott! Nicht dein Ernst! Oh mein Gott, er schießt auf uns! Komm schnell, kleine Hexe, komm weg hier! Wir müssen die Kuh noch retten! Kuh, komm mit, bitte! Komm bitte mit. Können wir das hier... Okay, komm. Du bist im Freien. Wo ist die kleine Hexe? Kleine Hexe, lebst du noch? Oh Gott, nein. Was macht der Kanas schon wieder? Warum schießt der auf uns? Das kann doch nicht wahr sein. Da ist die kleine Hexe. Ist alles gut? Ist alles gut? Ist die Kuh hier? Sieht er uns noch? Ich glaube, er sieht uns nicht mehr.
Okay, alles gut. Alles gut, Freunde. Er sieht uns nicht mehr. Da sind wir dem Kanast gerade nochmal entkommen. Da ist die Leine. Ich würde sagen, okay, wir nehmen die Kuh noch ein ganz kleines Stückchen mit weiter weg, würde ich sagen. Damit sie dann wirklich in Sicherheit ist. Und nicht der Kanast sie dann doch noch irgendwie kriegt und dem Drachen verfüttert oder so. Bitte nicht. So, guck mal hier. Dann machen wir die Leine wieder kaputt. Dann bist du frei. Und dann gehen die kleine Hexe und ich nämlich jetzt runter zur Mama-Hexe, ne? Zur großen Hexe, kleine Hexe. Dann komm mal mit. Komm, folge mir. Ich kenne doch den Weg auch schon. Es ist doch gar nicht mehr weit. Ich hoffe, dass die alte... Entschuldigung. Ich hab's schon wieder gesagt, Freunde. Ich hoffe, dass die große Hexe, also die Mama-Hexe sozusagen, uns ein paar Fragen beantworten kann und uns mit den Fragmenten helfen kann. Denn nur wenn wir alle Fragmente wieder vereinen, Freunde, das hat uns nämlich dieser alte Weise mal gesagt. Ich habe schon wieder gesagt, dieses Wort alt. das hat er uns gesagt, nur wenn wir die Fragmente irgendwie vereinen und retten können, dann wird der Vater von Oscar und Emma wieder entsteinert. Dann lebt der Vater von Oscar und Emma wieder, Freunde, und das wollen wir doch. Denn das ist schließlich auch Lolas Herrchen. Lolas ursprüngliches Herrchen. Das ist ja gar nicht meine Katze, aber warum ist die Tür hier offen? Was ist hier los? Oh mein Gott. Nein. Was ist hier passiert? Warum ist das Haus kaputt? Sag bloß, hier ist was passiert. Ich glaube, hier war jemand. Ich glaube, hier ist irgendjemand gewesen. Oh mein Gott, nein. Ist die alte Hexe nicht da? Die ist nicht da. Die ist nicht hier. Das Haus wurde verwüstet, Freunde. Das Haus von der großen Hexe wurde verwüstet. Von ihrer Mama. Oh mein Gott, und sie ist nicht da. Ich glaube, deine Mutter wurde entführt. Ich glaube, die ist weg. Wir müssen die suchen gehen. Komm mit. Wir müssen die suchen gehen. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Spuren oder wir können irgendjemanden fragen, ob er was gesehen hat. Vielleicht sollten wir auf den Schwarzmarkt gucken. Kommst du mit? Ja, du glaubst auch. Ja, komm mit. Komm bitte. Wir müssen jetzt schnell auf den Schwarzmarkt gucken, ob da vielleicht irgendjemand ist, der was gesehen hat, der vielleicht eine Ahnung hat, was passiert ist oder so. Ich weiß nicht, aber was anderes kann ich mir nicht vorstellen, wenn das Haus so verwüstet ist. Ich meine, das würde sie ja nicht alleine machen. Hier ist keiner. Hier ist irgend so eine Ender, irgendwas, so ein Enderpuppending. Hier ist das... Oh Gott, hier gerade ein Schwein oder so. Habe ich gerade ein Schwein gehört? Ist hier irgendjemand zu Hause? Nein, hier ist auch keiner da. Gott, da sind die Henkersachen und so weiter. Wo könnte denn hier jemand sein, der... Nein, ist das... Das ist der Typ vom letzten Mal. Wo, da seht ihr den? Da läuft er lang. Das ist der Typ vom letzten Mal. Den wir mit dem alten Opa... Der hat uns gehauen. Den wir mit dem alten Opa gesehen hatten. Der muss stehen bleiben. Wo läuft er hin? Wir folgen ihm, Freunde. Wir verfolgen ihn. Wir holen uns den. Vielleicht hat er irgendwas damit zu tun. Vielleicht ist der das gewesen, der die Mutter entführt hat. Die Mutter von der kleinen lieben Hexe. Ich glaube, der ist mir echt suspekt, Freunde. Ich glaube, der ist mir sehr, sehr suspekt, wenn der hier irgendwas damit zu tun hat. Wir kriegen den. Das ist nicht mehr weit. Wir sollten unsere Waffen rausholen und uns unbedingt unsere Rüstung anziehen. Was, wenn der irgendwie gefährlich ist? Wo ist der hin? Hat er sich gerade in Luft aufgelöst? Wir haben doch kaum eine Sekunde, haben wir unsere Sachen angezogen. Wo ist der hin? Das gibt's doch gar nicht. Oder ist der ein Geist oder sowas? Vielleicht ist der Typ ein Geist. Hier ist so eine Art Grabstein oder sowas, glaube ich. Vielleicht ist... Was ist das denn da? Ist das ein Drachenei? Das ist ein Drachenei. Das ist einfach ein Drachenei hier in der Kiste. Guck mal. Sollen wir das mal mitnehmen? Wir nehmen das mal mit, Freunde. Wir nehmen das mal mit. Wir haben ein Drachenei gefunden. Ich weiß nicht, wem das hier gehört. Und ob das Drachenei irgendjemandem gehört, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist hier ein Grab. Nicht, dass der Typ irgendwie, keine Ahnung, echt ein Geist ist oder sowas. Aber was ist mit deiner Mutter? Was ist mit deiner Mutter, kleine Hexe? Wo könnte deine Mutter sein? Der ist weg, der ist nicht hier. Keine Ahnung, wo der hin ist. Wir müssen unbedingt herausfinden, was mit deiner Mutter passiert ist. Wo fangen wir denn da am besten an? Wo könnten wir am besten anfangen, nach deiner Mama zu suchen? Komm, wir gehen jetzt nochmal zurück zu dir und suchen den Tatort mal ab, ob wir irgendwelche Hinweise finden, wo die Mutter von der kleinen Hexe abgeblieben ist. Denn ohne die Mutter von der kleinen Hexe, Freunde, haben wir keine Hinweise darauf, wo sich die Fragmente befinden und wie wir diese Welt und vor allem den Vater von Oscar und von Emma retten können. Ladies and Gentlemen, wir haben in der heutigen Folge von Minecraft Maus ein eigenes Drachenei gefunden. Das bedeutet, dass wir in Zukunft
Zukunft wahrscheinlich auch einen eigenen Drachen haben werden. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert. Aber was jetzt gerade Priorität hat, ist tatsächlich die Mutter von der kleinen Hexe. Denn die ist weg, Freunde. Die Mama von der kleinen Hexe wurde scheinbar aus ihrem eigenen Zuhause entführt. Ich meine, wer kann schon eine Hexe entführen? Und wir müssen jetzt herausfinden, wo sie ist. Wir müssen die Mutter retten, denn ohne die Mutter kommen wir nicht an die Fragmente ran, Freunde. Von daher würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Maus. Wir schauen uns jetzt gleich an, was für Hinweise wir vielleicht finden werden in dem Hexenhaus. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video. Bis dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.